So, einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich. Heute mal nicht von meiner Anzugsstation oben, sondern von einem Experiment, was ich jetzt seit ein paar Tagen hier laufen habe. Und zwar will ich mal testen. Ich habe hier einmal eine 18 Watt Leuchtstoffröhre. Einfaches Modell aus dem Baumarkt, nichts Spezielles. Und da möchte ich testen, ob die Anzucht von verschiedenen Pflanzen darunter schlechter, genauso gut oder besser funktioniert wie die Anzucht unter weißen LEDs. Das ist hier, wer sich vielleicht noch erinnert, ein Aufbau aus dem letzten Jahr, wo ich hier schon Experimente gemacht habe. Nur im Unterschied zum letzten Jahr, da habe ich das mit 700 mA betrieben, heute nur mit 350 mA. Also rund gerechnet inklusive Verlustleistung ungefähr 9 Watt, was die Leuchtdioden brauchen. Und wie gesagt, die Leuchtstoffröhre hier hat 18 Watt. Wie man sieht, ich habe hier die Boxen von dem Radieschen-Experiment verwendet. Die sind noch ausgekleidet mit Alufolie, damit ein bisschen von dem Licht reflektiert wird. Ja, und als Probanden für das Experiment habe ich hier in so einem Mini-Gewächshaus eine Reihe Roma-Tomaten, eine Reihe Peperoni, eine Reihe Paprika und eine Reihe mit Basilikum. Und dasselbe hier drüben, wobei ich jeweils, wie man vielleicht hier sehen kann, pro Feld immer zwei Samen gesät habe und falls beide keimen, entferne ich dann einen. Wie man hier schon sehen kann, die Tomaten sind bei beiden alle schon gekeimt. Hier bilden sich teilweise schon das zweite Blattpaar. Die Peperoni und die Paprika sind erwartungsgemäß nicht ganz so schnell, kommen aber auch schon ganz gut bei beiden. Und ja, wie es ausgeht, das muss die Zeit zeigen. Aber ich möchte jetzt noch eine Sache. Und zwar habe ich hier auf meinem Smartphone ein Lux-Messgerät. Das verwendet hier oben den Lichtsensor von dem Smartphone, um die Helligkeit zu messen. Und da kann man schon mal was recht Schönes beobachten. Also wie gesagt, die Leuchtstoffröhre hat 18 Watt. Wenn ich jetzt das Lux-Messgerät, ich will mal vorsichtig hier schön mittig unter die Röhre lege. Mal gucken, dass ich da hinkomme, dass man auch was sieht. Also man sieht knapp 1000 Lux unter der Röhre. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel unter den LEDs. So, Moment, mal die Ansicht drehen. ...3600 Lux, also mehr als dreimal so hell, trotz halber Leistung. Rein von den Zahlen her sollte eigentlich klar sein, was gewinnt, aber einfach mal noch ein, zwei Wochen abwarten, da wird sich vielleicht dann so langsam was rauskristallisieren. Ja, das war jetzt hier erstmal das Experiment, weil ich wollte jetzt einfach mal wissen. Der Punkt ist nämlich, ob sich die Röhre lohnt, weil, wie gesagt, die braucht doppelt so viel Leistung wie die Leuchtdioden, kostet aber hier in dem Fall nur 9 Euro. Und die Leuchtdioden, ja, je nachdem wie man sie zusammenbaut, zwischen 40 und 50 Euro. Also
brauchst du deutlich mehr. Und wenn man das jetzt so im Vergleich hat und lässt das ein Jahr lang jeden Tag 12 Stunden laufen, dann spart man in einem Jahr bei den Leuchtdioden ungefähr 10 Euro an Strom. Und da ist jetzt halt die Frage, lohnen sich die Mehrkosten oder lohnen sie sich nicht? Weil um das gleiche Ergebnis zu erzielen unter den Röhren, müsste man vielleicht auch mehr Geld ausgeben, vielleicht eine zweite Röhre und das kostet auch wieder mehr Strom, also ist der Unterschied wieder größer. Und das will ich jetzt hier mal rausfinden. Der Abstand von beiden Lampen, muss ich noch dazu sagen, ich habe hier mal einen Zollstock. Also die Röhre, unterkante Röhre, ist ziemlich genau 20 cm hier von dem Mini-Gewächshaus entfernt. Und die Leuchtdioden, man sieht, der Zollstock, der passt hier drunter, also ungefähr 22 cm. Also die Leuchtdioden sind sogar noch etwas weiter entfernt als die Röhre. Und trotzdem mehr als dreimal so hell. Das heißt, mit den Leuchtdioden könnte man zumindest in der Theorie eine deutlich größere Fläche beleuchten als mit der Röhre. Wobei man, wie man hier sieht, auch viel, also man könnte hier noch mehr drunter machen. Das ist jetzt alles so die Frage, was ist jetzt besser? Die Röhre punktet halt durch die Länge. Beziehungsweise in dem Fall ist es ein Nachteil, weil die Röhre eigentlich zu lang ist. Und die Leuchtdioden haben halt gerade so die richtige Größe für dieses Mini-Gewächshaus. Und bei der Röhre wird halt viel vergeudet. Naja, jetzt heißt es abwarten, Tee trinken, beziehungsweise jetzt gibt es erstmal Kaffee. Und ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Und wenn es hier was Neues gibt, werde ich berichten.